Beispielsweise hatte ich jetzt ein Seminar, ja, da war eine wundervolle Seele mit, aber die hatte ein absolutes Helfersyndrom. Und ich als nicht mehr im Helfersyndrom ansässig, muss sagen, es hat mich richtig teilweise genervt und ich musste Stopp sagen. Weil wenn jemand ein Helfersyndrom hat, dann stülpt er sich so den anderen über. Heute sage ich auch, du hängst deinen eigenen Teebeutel in die Teetasse des anderen rein, egal ob der das will oder nicht. Ne? Und unbewusst nehme ich halt den anderen Menschen die Macht ab, statt sie ihnen zuzutrauen und zurückzugeben. Ich war früher im Helfersyndrom, heute bin ich es nicht mehr. Heute traue ich Menschen ihren Weg zu, wo ich früher immer gedacht habe, ohne mich kriegen die das nicht hin. Ne? Also kannst du jetzt einfach selber an meinen Worten schon hören. Wenn ich im Helfersyndrom bin, dann stülpe ich mich über und nehme den anderen ein Stück weit die Macht ab. Ich lasse sie eine Erfahrung nicht machen in dem Moment, die sie selbst gerne gemacht hätten, höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn du dazu Fragen hast, dann bist du eingeladen, dich anzumelden zu einem Impulsgespräch, dass wir im Coaching darüber sprechen können, welche Aspekte genau jetzt deine Frage betreffen und wie dein Leben aussieht, sodass wir es transformieren können. Denn dahinter stecken immer die gelernten Muster aus der Kindheit und die Glaubenssätze über uns selber. Ich kann nur im Helfersyndrom sein, wenn ich mich selber nicht zu 100% liebe. Punkt an dieser Stelle.